Wenn Sie schieben, dann gehen Sie ganz langsam, langsam. So. Okay. Das. Danke. Bitte sehr. Danke. Super, vielen Dank. Was gehst du dann noch weg? Ja, aber du konntest ja nichts dafür. Danke dir. Ihre drei jüngsten Fans hier. Ja. Danke schön. Alles Gute. Mario, bitte. Okay. Cheers, sir. Terence, thank you. Ein Bravo von Bravo, ganz alt. Oh, ganz alt. Gucken Sie mal, von 1972. Oh, ja, das hast du da noch. Oh, ja. Schön. So, das kann man nicht schieben hier. Von hinten. Hast du es, deine? Ich tue es mal weg. Ja. So. Merci. Ja, okay. Dein Blitz. Dein Blitz, bitte. Okay. Hast du noch? Ja, also meinen Stift, ja. Hast du eine? Ja. Findest du noch so nett, Bier, für meinen Freund? Danke. Stell du dich mal bitte kurz hin. Mein Stift. Ja, okay. Mille grazie. Mille grazie. Bitte einmal hier. Ja, noch einmal hier. Okay, ja, einmal. Vorsicht. Achtung. Mario, abpassen. Ja, danke. Ich bin aus Sachsen. Und Sachsen ist, wo die schönen Mädchen auf dem Baum wachsen. Das ist funny, ja? So, ich will mich bedanken, dass ihr alle hier gekommen seid. Und ich freue mich auch, diesen Film zu präsentieren. Ah, da ist er. Ich kenne dich doch sehr lange. Wenn du die da spielst, verfehle ich mich richtig. Wenn du da bist, dann ist es okay. So, ich freue mich, dass ich diesen Film gemacht habe in die Wüste in Almeria, Spanien. Weil da ist, wo ich mit das erste Mal Bud Spencer getroffen habe. Ich möchte euch erzählen, wie das ging. Also, Bud Spencer war in Almeria und hat für eine Woche einen Film gedreht. Und der Film hieß Die Katze, der Hund und die Fuchs. Natürlich, er spielte der Hund. Aber der Schauspieler, der die Klasse gespielt hat, er hat einen Krache mit seiner Freundin und hat seinen Fuß gebrochen. Aber ganz gebrochen. Er konnte nicht mehr arbeiten. So, der Regisseur ist schnell nach Rom gegangen und hat Schauspieler geschaut und testet. Und dann hat er gesagt, du bist eine richtige Katze. Besser als die anderen, ich habe. Komm mit mir. Das sind wir ganz schnell. Im Flughafen, sie sind nach Madrid geflogen und dann sollte ich nach Almeria gehen. Aber damals war kein Flughafen, keine Autobahn, es war eine Straße, wenn wir ihr nach Italien gegeben sind, immer so. Also 12 Stunden ins Wagen, ich habe hintergesetzt, aber konnte gar nicht schlafen. Dann endlich kam ich nach Almeria und sagte, jetzt gehe ich ins Hotel und schlafe. Da hat er gesagt, nein, du musst direkt auf den Set gehen. Okay. Da komme ich auf den Set und dann
Der Mann geht weg mit dem Wagen und dann bin ich ganz alleine in die Wüste. Und die Crew war so 50 Meter weg. Und jetzt plötzlich sehe ich zwei Frauen, die zu mir kommen. Und ich meine, was wollen denn sie? Ja? Und dann, wenn die Frau so da weit weg war, sie nehmen ein Handtuch und es hat es so gemacht und hat vor mir getan, right? Gehalten. Und sie sagte, zieh deine Hosen aus. Und ich habe gesagt, no, wenn du wüsstest, niemand war da, dann habe ich meine Hose ausgezogen. Und sie sagte, nimm diese. Und jetzt zieh dein Hemd aus. Und habe auch gesagt, nimm dieses. Und dann die Schuhe und dann hat es mir die Pistole gegeben und das hat, okay, ich fühle gut jetzt mit der Pistole. Und dann Hut und dann hat er gesagt, komm. Ich bin zum Set gegangen, da war ein großer Mann, etwas höher als ich, und hat gesagt, das ist Carlo Bertazzoli, Bud Spencer, Piacere. Dann habe ich gefragt, aber ich hatte, was für eine Szene soll mir spielen? Ich habe kaum ein Drehbuch gehabt oder gegeben. Und der Regisseur sagt, ihr müsst eine Schlägerei machen. Eine Schlägerei. Dann der Papa gesagt, du Kleiner, hast du Angst? Und ich sage, du Dicke, pass auf, ich bin ganz schnell. So ist unsere Freundschaft begonnen. Wo ist eine Freundschaft begonnen? Aber dann sind sie wirklich Freunde geworden. Und es war, wie er mir gesagt, jedes Jahr wie zwei Freunde zurück zur Schule gehen. Und was ganz normal. Und plus eine Sache hat ihn geärgert. Wer hat immer Mittagessen geplant? Und man hat halt geschrieben, was er wollte. Da war seine Frau alles gebracht. Und das haben wir in einem kleinen Trailer gegessen. Aber nicht in diesem Film, später, wenn wir einen Trailer gehabt haben, das 10 Jahre später. Und dann haben wir zusammen gegessen und dann ist er mir böse, die sagt, du isst mehr als ich und ich werde dick. Und du bleibst so. So, ich wollte sagen, dass dieser Film hier, ich habe es auch gedreht in Almeria, wo wir angefangen sind, uns getroffen haben. Und wir haben ein Motiv besucht, ein Motiv, wo ich möchte, dass Sie sich erinnern, wie in Hitchcock-Film man dieses Haus, man schaut und ja, right. Und dann würde ich das sagen. Okay, ich habe vergessen zu sagen, was für eine Schlägerei war. Ich war die Katze, er war der Hund. So, er kann mich nie treffen. Es sollte am letzten einen Knall geben, so dass ich, die Katze ist ganz out. Und so, wie kann er mir das machen? Wir haben über eine Stunde mit dem Regisseur gesprochen. Es sollte so ein Knall sein, aber wenn du so machst, das haben wir immer gesehen, und wenn du ihn hier machst, immer gesehen. Was machen wir dann, wenn das so stark sein soll? Dann hat Bud gesagt, ich weiß es, ich mache so. Und das war auch ein Glück, because das war sein Trademark, I don't know, in Deutsch. So, ich komme zu diesem Film. Und dann hat der Scenograf hat gesagt, vielleicht für mich das ist gut, aber ich habe immer gesagt, suchen wir noch etwas. Und dann hat mein Handy geringt und das war Bud Spencers Sohn, Giuseppe. Und er hat gesagt, gerade jetzt ist mein Vater für uns gegangen. Dann bin ich sehr traurig geworden, aber plötzlich, ich weiß nicht wo, ich war ganz zufrieden.
aber eine tiefe Freude. Und dann habe ich verstanden, dass er doch neben mir war und er sagte, das ist der Platz, was du suchen musst. Komm, nehme diesen Platz und mach keinen Unsinn, wie immer. So ist es zugegangen. Dieser Platz ist ein Berg, in einem Berg. Und da haben wir zwei alte Western-Häuser gebaut. Vielleicht werdet ihr das sehen. Das ist der Platz, den ich mit Bud Spencer zusammen gefunden habe. So, ich freue mich, dass ihr alles seht. Ich bedanke mich so sehr. Ich bin sehr zufrieden, hier in Deutschland zu sein. So, alles Gute. Aber ich sehe, dass die Sitze sind sehr bequem. Bitte nicht einsparen. Noch ein Applaus für die Legende.